Ciao, buongiorno e buona Pasqua, prima di tutto. Frohe Ostern. Heute ist Samstag, ich drehe das Video jetzt gerade, ja, weil ich mir gedacht habe, zu den momentanen Zeiten, es ist Ostern, Familienbesuche sind limitiert, vielleicht habt ihr mehr Zeit als normalerweise an Ostern, wisst nicht, was ihr damit machen sollt, anfangen sollt. Außerdem habe ich ja schon die ersten Videos in meinen Tagesblog für Italienisch Anfänger ohne Vorkenntnisse hochgeladen. Erst 4. Und habe mir gedacht, damit es euch nicht langweilig wird, wenn ihr nicht wisst, was ihr mit der Zeit anfangen sollt. Jetzt gibt es ein paar Videos, das drehe ich jetzt hier ganz frisch, come un panino fresco dal forno, und werde das heute auch noch schneiden und vielleicht heute hochladen, sabato, al più tardi, spätestens domani, a Pasqua, zu Ostern, Ostersonntag, quindi a questo punto colgo l'occasione, dann ergreife ich die Gelegenheit und wünsche euch buona Pasqua. Okay, das Thema von diesem Video ist ein Thema, da möchte ich einmal sagen, grazie a tutti, an alle, die mir schreiben, so fleißig schreiben. Seht ihr, das kommt davon, wenn ich eure ganzen Kommentare beantworten muss, aber lo faccio volentieri, das tue ich natürlich gerne, auch wenn meine Hand ab und zu dann mal so aussieht, aber jetzt ist sie wieder normal, also macht euch keine Sorgen. Non preoccupatevi. Okay, allora, das Thema ist Vokabeln lernen, studiare le parole, vocabolario, diese scheiß Vokabeln, queste parole, vocabolario del cavolo, del cazzo, ja, weil das ist immer eine, wenn ich mich jetzt hier ab und zu mal so anlange, weil ich sitze hier, irgendwie sind hier, ci sono delle formiche, gibt es Ameisen. Aber wie ihr wisst, für euch, rischio tutto, ich riskiere alles, resisto, weil der Platz, da habe ich es mir jetzt gemütlich gemacht. Okay. Okay, Vokabeln lernen, das ist ja immer das Problem, wenn man beginnt eine Sprache zu lernen, ohne Vokabular nichts sprechen. Ja? Nichts sprechen, nichts liebhaber, keine amore. So einfach ist die Rechnung. Das heißt also, jetzt nimmt man gleich das wichtigste Wort, amore, ja, sprichst 10-mal auf, laut, schreibst dir 3-mal auf, nee, nicht 3-mal, 30-mal, okay, dann lerne es bitte auswendig, ein paar Mal, okay, und dann hast du nach einer Stunde das Wort amore gelernt. Dann sagst du, genau das ist das Problem, da habe ich keinen Bock drauf. Da sage ich auch, das bringt auch nichts, euch die Wörter 10-mal aufzuschreiben oder wie auch immer da. Dieses Auswendiglernen auf jeden Fall, ja, da müssen wir jetzt irgendwie, dobbiamo trovare un trucco, einen Trick finden, dem müssen wir Abhilfe schaffen. Und jetzt natürlich irgendwie, wie du dir, weil wenn du mich schon kennst und deswegen dir dieses Video anguckst, denkst du, der Michele hat sicherlich ein paar andere Tipps als dieses komische auswendig lernen, dann in dem Vokabelheft, links, rechts, Hand abhalten, abfragen. Also ich sage euch jetzt mal ganz brutal, wer mich kennt, ihr kennt mich, das ist auch eine meiner Lebensphilosophien, essere diplomatico, diplomatisch sein. Nur ab und zu geht es nicht und an diesem Punkt, mi dispiace molto, non posso essere diplomatico, es ist ein totaler Scheiß. Also dieses Vokabeln aufschreiben um des Aufschreiben Willens, weil man sagt, ich musste schreiben, um gelernt zu haben. Also, tut mir leid, ich unterrichte seit 25 Jahren. Ich kann es nicht einmal an meinen, also wenn ich jetzt ein Polpo wäre, ein Tintenfisch mit hunderten von Tentakeln, nicht mal an diesen Tentakeln könnte ich das abzählen, die Anzahl der Schüler, die gesagt haben, ich musste schreiben. Und nach dem 10. Mal wusste er oder sie das Vokabular immer noch nicht. Wobei er oder sie dieses Wort auch schon mindestens 20 Mal geschrieben hat. Also, ich meine, Schreiben, wenn du weißt, du brauchst es, es hilft dir was. Du bist ein visueller Typ. Accetto, das verstehe ich, das ist auch alles okay. Aber dieses, um das Aufschreiben, dieses stupide Schreiben, dieses Unbewusste, das bringt nichts. Und da werde ich dir jetzt ein paar Tricks geben, was Schreiben betrifft, andere Vokabeln, andere Möglichkeiten, Vokabeln zu lernen. Ich glaube, das Hauptproblem beim Vokabelnlernen ist ja immer einmal natürlich der innere Schweinehund, ja? Pigro, faul zu sein, das ist mal die Zeit zu finden.
Aber ich glaube, il problema principale, das Hauptproblem, la sfida principale, la soluzione, die Lösung ist oder wäre oder das Problem ist, einem fehlt dann die Strategie. Wie soll ich eigentlich welche Vokabeln lernen? Und meistens bekommt man auch nicht mal einen Tipp, in welchen Intervallen man wiederholen soll. Weil die Wiederholungen, das kann ich jetzt gleich vorwegnehmen. Il tedesco è difficile, perciò è meglio studiare l'italiano. Deswegen besser Italienisch lernen. Was wollte ich vorab sagen? Non lo so, non mi ricordo. Ja, genau. Man braucht eben ein System, wann was zu wiederholen ist. Ja, weil die Wiederholungen sind sehr, sehr wichtig. Das kann ich jetzt schon sagen. Vorab. Das wollte ich vorab sagen. Okay? Dann auch noch mal eins vorab. Dann habt ihr so Kandidaten wie, ach, dieses Wort kann ich mir nicht merken, dieses Wort will einfach nicht rein. Und dann lernt ihr das nochmal und dann lernst du das nochmal. Ja, und du machst dir dann einen Kopf und du weinst. Auch hier, das kennst du vielleicht, Mut zur Lücke, den Spruch noch aus der Studentenzeit oder Schulzeit. Auch hier, also wenn du ein Wort nicht lernen kannst, wenn du es nicht behalten kannst, dann kann das zu 80% daran liegen, dass du dieses Wort auch gar nicht brauchst. Du verwendest es gar nicht in deinem Wortschatz. Also das kann ich dir auch sagen. Wörter, die für dich, wo du spürst, oh, das ist wichtig, das verwende ich. Ja, zum Beispiel wie für Vegetarier, ja, ein rohes Steak. Ja, Vegetarier müssen das Wort rohes Steak schon lernen, weil, damit sie es eben nicht bestellen. Ja, also, weißt du, Wörter, die dich wirklich interessieren, passiert eigentlich nicht, dass du die 10-mal anschauen, lernen, lesen musst und dann kannst du es dir immer noch nicht merken. Also bei vielen dieser Wörter, oft musst du dieses Wort gar nicht lernen, weil du es gar nicht brauchst. Also Mut zur Lücke. Was heißt Mut? Coraggio. Coraggio. Courage. Ja? Zum Beispiel für mich, ich spreche ja schon ein paar Sprachen, ich habe nur zum Beispiel noch niemals das Wort Fischkäse gelernt. Ja, also nicht Frischkäse, sondern Fischkäse. Gibt es auch nicht, aber wenn es das gäbe, das würde ich niemals lernen, weil ich keinen Fisch, also Käse nicht mit Fisch vermische. Ja? Mir gibt es niemals Fisch und irgendwie Käse dazu. Ja, also deswegen bräuchte ich dieses Wort gar nicht lernen, falls es das gäbe. Dann gibt es natürlich schon auch schwierige Wörter. Bei schwierigen Wörtern, die, wo du aber sagst, okay, die brauche ich, die sind halt einfach wie schiacciare, chiacchierare o schiaccianoci, einfach so komplizierte Wörter, wo du sagst, okay, das brauche ich, ja, dieses Wort. Und ich kann mir das so halb merken, aber nie richtig. Auch hierfür, da gibt es übrigens ein Video auch. Eselsbrücken, ja, genau, die famosen Eselsbrücken. Ich gebe dir mal einen ganz klassischen, eine klassische Eselsbrücke. Äpfel, mehlige Äpfel mag ich nicht, ja, wenn der Äpfel nach Mehlkonsistenz hat, ja, Lamela ist der Apfel. Ja, also so empfehle ich auch Vokabeln zu lernen. Und jetzt beginnen wir doch mal mit Vokabeln lernen. Jetzt zeige ich dir das an einem Beispiel. Okay, wie du vielleicht weißt, und hier muss ich ein bisschen meine Verkaufsmaschine ankurbeln, zu all meinen Videos hier auf YouTube, zu den exklusiven Videos und so weiter und so fort, habe ich so Karteikarten, ja, sowas nur fürs Smartphone oder Tablet zum Üben. Und vielleicht arbeitest du ja damit, ja, viele Leute arbeiten damit, das heißt, sie haben auf der einen Seite das Italienische und auf der anderen Seite das Deutsche. Ja. Fare la doccia und duschen, sich duschen. Okay, und dann lernst du so und auch hier, also bevor du ein Vokabelheft mit abdecken, das bringt nichts, weil du dann in der Reihenfolge lernst und das, du kannst dich dann gut erinnern aufgrund der Reihenfolge. Ja, dann weißt du dann irgendwann mal, neben Fisch steht Käse, ja, pesce formaggio. Also es wäre jetzt nicht mein Vokabelheft, aber vielleicht bei dir, wenn du nicht solche Tabus hast, ja, mit Fisch und Käse. Deswegen, Vokabelkarten sind immer gut. Wie gesagt, du kannst sie auch bei mir digital erwerben oder du erstellst sie dir selber für dein Vokabular oder du druckst sie aus und du hast auf jeden Fall so eine Vokabelkarte, okay? Fare la doccia. Und jetzt, wenn du sowas lernst,
Also du kannst niemals hier ja, fare la doccia und dann leise sprechen. Du musst es als allererstes laut sprechen. Das ist sowas von wichtig. Also du musst dich selber dieses italienische Wort, Satz, gesprochen haben hören. Weil sonst kannst du dich immer nur so ans Visuelle, so entfernt erinnern. Ah, da war so ein, ach, das war CC. Aber du hast es, weißt du, fare la doccia. Und sag das ruhig laut. Das ist ganz, ganz wichtig. So, dann gibt es eine zweite Regel. Neben dem Lautsprechen, die Regel 3-4 Sekunden. 3-4 Sekunden bedeutet, wenn dir innerhalb von 3-4 Sekunden nicht einfällt, was fare la doccia heißt, dann brauchst du auch nicht eine Minute drüber grübeln. Warum nicht? Erstens mal, wahrscheinlich wirst du dir dann eine falsche Lösung einbringen, weil du irgendwas suchst. Das zweite ist, wenn du 5, 6 oder eine Minute nachgrübelst, wirst du es beim nächsten Mal auch nicht wissen. Ja? Das dritte ist, vielleicht prägt sich dann das Falsche noch mehr ein, ja? Weil du immer an das Falsche denkst. Also 3-4 Sekunden und das Allerwichtigste ist, fare la doccia, dann sagst du, fare la doccia ist mit der Dusche nach Italien fahren, dann drehst du um, ach scheiße, das heißt sich duschen. Und was hast du dann so, ach ja, aha, ja, dann hast du so einen Aha-Effekt. Das ist wichtig, also nach 3-4 Sekunden, wenn du falsch liegst, dann die richtige Lösung siehst, das ist ein Aha-Effekt und der ist sau wichtig zum Lernen, dieser Aha-Effekt, weil da, und das erkläre ich dir jetzt halt auch mal, und dann machen wir die Übung, damit du dir dieses Übersetzen üben mal bildlich vorstellen kannst, was in deinem Gehirn passiert. Du hast ein Haus in deinem Kopf, ja, du hast da ein Haus, ja, nicht nur ein Vogel, sondern auch ein Haus. Und dieses Haus ist dein deutsches Haus mit deiner Muttersprache, mit all den tausend Millionen von Wörtern und was weiß ich was alles, ja. Und jetzt lernst du eine neue Sprache und baust ein neues Haus da auf, ja. Und was, um was es jetzt geht, ist, dieses deutsche Haus mit dem italienischen Haus zu verbinden. Beide Häuser, ja, sind in Sichtweise und es gibt einen Weg, vom italienischen Haus zum deutschen zu kommen und andersrum. Also sprich vom deutschen Wort zum italienischen und andersrum. Nur ein Problem ist, diese beiden Häuser, ja, da du eben erst jetzt angefangen hast, Italienisch zu lernen und dieses deutsche Haus ja steht schon seit deiner Kindheit, ja, ist drumherum so ein, also Meter hoch, Kilometer hoch fast schon, Gras gewachsen, ja, okay. Das heißt, du weißt gar nicht den Weg zum italienischen Haus, vor lauter Gras, also nicht das, was du dir in die Birne gezogen hast, sondern das hier, das du nicht weggemäht hast, ja, siehst du das italienische Haus nicht und kannst dich nicht an die italienische, an das italienische Wort erinnern und auch andersrum nicht. Das italienische Wort, ja, und die deutsche Übersetzung. So, und was passiert jetzt, wenn du jetzt auswendig lernst, wenn du anfängst, Vokabeln zu lernen? Du gehst zwischen die Häuser hin und durch und trampelst ein bisschen die Wiese platt, sodass du irgendwann mal siehst du das deutsche Haus, wie zum Beispiel Apfel, ja, und dann siehst du den Weg schon ein bisschen zum Apfel, zum Italienischen und kannst vielleicht auch schon Mela sagen. Übrigens, stell dir das wirklich vor, wenn dein Gras Meter hoch ist und du gehst einmal durch, also das ist wirklich immens, einmal, also eine Vokabel lernst du, dann kannst du diesen kleinen Weg schon sehen, erahnen, ja, und das Haus vielleicht leicht sehen. Nur wenn du 100 Vokabeln, 10, 20, ja, auf einmal lernen willst, dann machst du lauter so Wege, das ist wieder ein Labyrinth, dann weißt du nicht mehr, ah scheiße, gehe ich jetzt hier, komme ich dann zu Mela oder komme ich doch zu Melanzana oder irgendwas, ja. So. Und da kommen wir zum Punkt Synapsen bilden. Dein Gehirn muss Synapsen bilden. Und auswendig lernen, da werden keine großen Synapsen gebildet. Ja, da wird das, also das Gras bleibt, ja, da liegt dann irgendwo Mela drin und irgendwo Apfel. Den Apfel kannst du abrufen, die Mela kannst du nicht abrufen, vielleicht passiv. Ja, erkennst du das Problem? Ah, ich verstehe es. Aber wenn ich es sagen will und vor allen Dingen schnell. Ja, weil die du keine Synapsen gebildet hast und Synapsen bilden bedeutet nicht dünne, die machst du auch beim Auswendiglernen, richtig dicke. Und das jetzt übertragen auf unser Bild mit dem Haus, mit den zwei Häusern, mit der Wiese dazwischen. In dem Moment, wenn du vernünftig Vokabeln lernst, mit meinen Techniken, die jetzt kommen, ja,
ziehst du dir beim allerersten Mal schon, also wirklich zentnerschwere Schuhe an und stampfst so richtig dieses Gras platt, sodass du ein- oder zweimal das Vokabular lernst und dann eigentlich schon fast schon aktiv drauf hast. Also du siehst dann den Zugang und du kannst von Deutsch auf Italienisch und von Italienisch auf Deutsch. Das passiert dahinter. Deswegen, ich wollte dieses Video ein bisschen kürzer machen, aber wen es interessiert, Vokabeln zu lernen, wie es funktioniert, was dahinter steckt, was der Trick ist, haben wir gedacht, jetzt dann doch ein paar Minuten länger zu machen, denn das ist auch ein wichtiges Video, diesen Plan zu bekommen, Vokabeln zu lernen. So, jetzt kannst du dir auf einen Zettel schreiben oder du schaust dir das Video nochmal an. Es gibt sowas wie einen Viererschritt, ja? Also es gibt so die Viererregel, ja? Diese 3-4-Sekunden-Regel, was ich dir schon gesagt habe, also 4, ja? Nimm 4 Sekunden, innerhalb von 4 Sekunden solltest du übersetzen, musst du, ja? Empfehle ich. Dann laut sprechen, ja? Das ist wichtig. Und was ist die andere Viererregel? Das heißt, du lernst es, also fare la doccia, liest laut, fare la doccia. Und jetzt nehmen wir mal an, du kennst die Vokabeln noch nicht, ja? Also sagst du, fare la doccia und dann schaust du dir die deutsche Übersetzung an, sich duschen. Das nächste, fare colazione, du siehst, du liest laut, fare colazione, anschauen, frühstücken. Fare la doccia, okay, jetzt das dritte, questo o quello heißt... dieser oder jener. Ja? Und jetzt siehst du, jetzt hast du 3 gemacht und jetzt gehst du wieder zum ersten zurück und sagst, was heißt fare la doccia? Sich duschen. Okay. So, jetzt gehen wir das vierte. Ich habe gesagt, 4 Schritte. Und wieder laut lesen. Lies mal laut. Ja? Buona giornata, buona serata heißt, siehst du, oh ja, guten Tag, guten Abend. Nein, das heißt, guten Tag noch. Und schönen Abend noch, also wenn man sich verabschiedet. Deswegen ist auch wichtig, sich immer wirklich schön die deutsche Übersetzung anzuschauen. Dann gehen wir wieder zurück. Fare colazione. War frühstücken. Was war? Questo, quello. Dieser oder jener. Was war? Buona giornata, buona serata. Schönen Tag noch und schönen Abend noch. Okay, die nächste Viererrunde. Schön laut lesen. Sottile. Beides Wörter für dünn. Also nicht dünn von mager, dünn aufgeschnitten für die Wurstwaren und so. Okay, dann. Eccolo. Eccola. Heißt. Hier ist es. Kann man beides. Wann, wie, das ist jetzt unwichtig, eccolo oder eccola, kannst du sagen, für his, also wenn du was in die Hand gibst, hier ist es. Basta così heißt, reicht es so oder es reicht so. Okay, dann schauen wir wieder, jetzt haben wir 3 gemacht, was heißt sottile fino? Dünn, okay, das vierte, oh, da haben wir jetzt halt. Davanti. Davanti, dietro, sotto, sopra. 4 Wörter auf einmal lernen. Davanti, dietro, sotto, sopra. Dann gehen wir wieder zum nächsten. 2 wieder zurück. Das heißt eccolo und eccola. Hier ist es. Was heißt basta così? Es reicht so. Und was heißt davanti, sopra, sotto, sopra, genau. Davanti, dietro, sotto, sopra. Okay, sehr gut. Seht ihr, jetzt hast du... Also ich empfehle immer in diesen 4er-Schritten und dann machst du halt einfach 20 oder 24, ja, also nicht 100 auf einmal, 20 oder 24, machst jetzt nur mit 8,
So, jetzt hast du einmal von Deutsch auf Italienisch über, nee, von Italienisch auf Deutsch übersetzt. Und jetzt gleich auch nochmal was Banales sagen, weil ich das auch oft höre. Ja, von Italienisch auf Deutsch ist ja einfach oder viel einfacher. Das ist immer so. Also es liegt nicht nur an dir, alle, bei allen, weil du natürlich den passiven Wortschatz, der ist immer höher, auch in deiner Muttersprache übrigens, ja, ist der passive Wortschatz höher als dein aktiver Wortschatz, weil mit passivem Wortschatz kannst du Mietvertragstexte lesen, ja, und wenn du kein Anwalt bist, dann kannst du den aber nicht so richtig aufsetzen, ja, weil dir dann das Vokabular, du verstehst es aber nicht so aktiv parat hast, was du sie auch nie verwendest. Okay, also, jetzt hast du das gemacht und jetzt machst du nochmal eine ganz, ganz schnelle Runde. Fare la doccia. Sich duschen. Frühstücken. Questo o quello. Dieser oder jener. Buona giornata. Buona serata. Siehst du, so machst du das. Du liest es laut und übersetzt dann nochmal. Ich gebe dir die Übersetzung. Wichtig ist, wenn du dir nicht sicher bist oder generell, schau dir immer auch die deutsche Übersetzung an, nicht, dass sich was Falsches einprägt. Sottile, fino, heißt? Fein. Eccolo, oh, eccola. Hier ist es. Basta così? Es reicht so. Siehst du, 3-4 Sekunden. Davanti, dietro, sopra, sotto. Genau. Und jetzt hast du das durchgegangen und jetzt kommt die interessante Variante, natürlich von Deutsch auf Italienisch. Das ist ja beim Vokabellernen è l'obiettivo numero uno. Also das ist das Ziel Nummer eins, natürlich am Ende von Deutsch auf Italienisch sprechen zu können. Also, sich duschen heißt. So, und jetzt wird es natürlich schwieriger. Und jetzt 3-4 Sekunden, also 4 Sekunden Regel, eine Sekunde schenke ich dir. Ist jetzt noch umso wichtiger. Umso wichtiger. Also jetzt hier eine Minute zu überlegen, ja, das bringt gar nichts. Also glaub's mir. Ja. Dann fahre, so, dann ist es ja sich duschen. Vielleicht kannst du ja dich so entfernt ein bisschen erinnern. Vielleicht kannst du dich erinnern, ah, da war was mit fahre. Ja? Und das reicht dann auch schon. Wenn dir in den 3-4 Sekunden fahre einfällt, aber nicht das komplette, dann du sagst einfach das, was dir einfällt. Ja? Und dann sagst du, ach, das war jetzt mit fahre. Fare la doccia, okay. So, das nächste. Frühstücken. Und jetzt mache ich immer. Ah, frühstücken heißt cantare. Ach scheiße, das heißt ja fare colazione. Siehst du? Das ist dieser Aha-Effekt, dass du, ja, frühstücken heißt cantare. Und dann so, ach nee, stimmt, fare colazione. Siehst du, diesen Aha-Effekt, der ist wichtig und der passiert nur bei der 4-Sekunden-Regel. Dieser oder jener? Questo o quello. Auch hier noch umso wichtiger, sich die italienische Übersetzung nochmal anschauen. Jetzt hast du 3 gemacht, gehst du wieder zurück. Sich duschen. Fare la doccia. Okay, dann, was heißt einen schönen Tag noch, schönen Abend noch? Buona giornata, buona serata. So, dann wieder zum zweiten. Was heißt frühstücken? Fare colazione, appala. Fare colazione. Qua ci sono le formiche, devo stare attento. Michele, sbrigati. So, dann haben wir die 4 gemacht. Was heißt dann dieser oder jener? Weißt du, was da durch? Ah, questo o quello. Und was heißt schönen Tag noch? Buona giornata. Also, wenn du 20 oder 24 ausgesucht hast, machst du das so weiter. Wir machen das jetzt mit den 8. So. Was heißt fein? Ja, vielleicht kannst du dir mit fino erinnern, weil fein, fino, ja. Fein, dünn. Ja, dünn.
Ja, dünn, fein, also fein aufgeschnitten, ja, sottile oder fine. Ne? Subtil, auch eine Eselsbrücke. Hier ist es. Ah, jetzt kannst du vielleicht, ach, das war doch irgendwas mit Echo, Echo, was war denn das? Echo, Echo, da waren ja zwei irgendwie. Ja? Eccolo, Eccola. Wann was, das erkläre ich jetzt nicht, es geht ja hier nur ums Vokabellernen. So, dann hast du, das reicht so. Wenn wir dann schön anschauen, basta così, gut. So, dann gehen wir wieder zurück. Was war dünn oder fein aufgeschnitten? Sottile und fino. Und dann haben wir hier. Ja, auch hier, jetzt sind vier Wörter, vielleicht kannst du dich nur an Avanti erinnern. Was sagt, das kanntest du schon. Das ist wichtig, einfach das sagen, was dir einfällt. Ja? Ja, vielleicht sopra erinnert. Davanti, dietro, sotto, sopra. Okay, davanti, dietro, sotto, sopra. Dann, was war es, reicht so? Ja, basta così. Und was war das hier nochmal? Davanti, dietro, sotto, sopra. Okay. So. So, sich duschen. Und jetzt gehst du alle 20, in dem Fall jetzt nur die 80, alle nochmal durch. Ja, du kannst auch mal beginnen nur mit 8 oder 12. Es gibt eine andere Variante, zum Beispiel einzelne Vokabeln zu lernen. Also jetzt siehst du das, jetzt hast du hier mal Wörter wie Sapone, ja, Buffone, Assaggiare, Scettico, Mela. Melanzana. Ja, ich schaue so doof, weil ich, es spiegelt hier ein bisschen. Okay, aber jetzt müsste man sehen. Ja, Melanzana, Ciliegia. Das sind jetzt einzelne Wörter. Ja, auch das ist jetzt eine Variante. Also einmal mit diesen Karteikarten, das 4-Sekunden-Prinzip, laut sprechen. Übrigens mit den Karteikarten, nochmal, das habt ihr gesehen. Halt, das ist was anderes. Da ist es immer wichtig, dass ihr eben von Italienisch auf Deutsch beginnt und erst dann von Deutsch auf Italienisch. Also niemals mit der schwierigen Variante. Okay, jetzt seht ihr das. Jetzt habt ihr Sapone, Buffone, ja? Assaggiare, Scettico, Scettico. Mela, Melanzana, das ist auch schön, Mela und Melanzana, Ciliegia, Cappellone, also mal ganz kurz, Sapone ist die Seife, Buffone ist der Kasperl, der Clown, der Hampelmann, Assaggiare heißt probieren vom Essen, Scettico heißt skeptisch, Mela heißt Apfel, Melanzana heißt Aubergine und Ciliegia, habe ich auch schon mal in der Eselsbrücke, rot wie die Chili ist die Kirsche. La Ciliegia. Aber auch hier, das kann ich euch auch mal sagen, das Wichtigste als allererstes ist, dass das Italienische reingeht. Denkt nicht immer sofort, oh, ich habe Assaggiare, was heißt das eigentlich? Ja, weil dann habt ihr sofort wieder, denkt ihr auf Deutsch. Ja, und dann hast du immer nur Kosten, Seife, Hampelmann, Apfel, Auberginen. Aber auch hier, die deutschen Wörter, das deutsche Haus ist bei dir schon drinnen. Also das Allerwichtigste ist, und das ist wirklich so, die italienischen Wörter müssen reinkommen. Die deutsche Übersetzung ist im ersten Schritt, auch wenn du jetzt sagst, ah, aber ich kann doch nicht lernen ohne deutsche Übersetzung. No. Das ist, im ersten Schritt ist es wichtig, und dafür ist diese Übung jetzt da, dass die italienischen Wörter reingehen. Weil dann dieses Verknüpfen, den Trampelpfad, da hin und her zu gehen, das ist leicht. Aber das Haus zu bauen, diese, ja, diese Sachen, das Möbel, das Möbel, die Möbeln, die ins Haus zu bekommen, also die Vokabeln, das ist bald das Wichtigste. Und wenn du sofort bei jedem italienischen Wort dir sofort die deutsche Übersetzung überlegst, siehst du, weil dann denkst du auch schon wieder auf Deutsch. Also, jetzt lies nochmal laut. Die deutsche Übersetzung habe ich dir jetzt kurz gegeben, aber es geht nur um dieses, ja, siehst du.
So, und das ist auch eine Übung, dass du dann so ein Vokabular hast, ja, dir Vokabeln gemerkt hast, und dann schreibst du nur mal die ersten Silben, den Anfang hier auf. Also zum Beispiel, was war Cup? Cup. Capellone. Was war Sap? Sap. Sapone. Was war Buff? Buff. Buffone. Ja, das war jetzt richtig einfach, die drei Wörter mit ohne. Und jetzt springt er wieder zurück, ja? Und hier? Capellone. Und das nächste. Assaggiare war das Wort. Und dann wieder zurück. Was war das? Sapone. Und dann hier. Jetzt helfe ich euch mal ein bisschen. Scettico. Und wieder zurück zwei. Buffone. Dann. Mela. Und wieder zurück zwei. Assaggiare. Dann wieder hier hin. Melanzana. Und wieder zurück zwei. Scettico. Das war Ciliegia und wieder zurück zwei. Mela. Dann hier Melanzana, Ciliegia. Ja? So, und jetzt machen wir das mal. Ich halte das mal hin. Okay. Und was war das? Siehst du, jetzt bist du beim dritten und jetzt gehst du wieder hierhin zurück. Dann hier. Und hierhin zurück. Ja, so machst du das. Und zwei zurück wieder. Dann da hier. Und zwei zurück. Dann das hier. Und zwei zurück. Und das hier. Zwei zurück. Und die letzten zwei auch noch. Ja. Und dann hast du das gemacht und dann machst du es nochmal in einer Runde. Okay? Und jetzt könntest du dich vielleicht vom Deutsch auf Italienisch dann abfragen. Was heißt probieren? Kosten. Und jetzt ist wichtig, die 4-Sekunden-Regel, wo du sagst, ach, das war dieses Wort mit as. Und das war's schon. Und dann solltest du schon zufrieden sein. Ja? Wenn dir dann dieses die Ähnlichkeit einfällt, dann schaust du es dir nochmal an. Ah, assaggiare, weil normalerweise Vokabeln brauchen 3 bis 4 Schritte, Wiederholungen, bis sie wirklich aktiv abrufbar sind, drinnen sind. Ja, was heißt denn Apfel? Mela, und ein verlängertes Wort von Mela ist dann die Aubergine. Melanzana. Was heißt skeptisch? Das ist ja so ähnlich wie Scettico. Ja, was heißt Kirsche? Ciliegia. Oh Mamma mia. Okay, adesso sono scioccato. 37 Minuten. Also hier auf meinem Ding sind schon 37 Minuten. Ja, das war, wie war das? Die Zeit ist relativ, ja. 5 Minuten mit der Traumfrau vergehen sofort. 5 Minuten in der Prüfung dauern lange. 5 Minuten für mich, Video drehen für euch, ist so wie mit meinen, fast so wie mit meiner Traumfrau zu sein. Also ich dachte, es wäre jetzt nicht so viel vergangen, aber es sind dann doch fast 40 Minuten vergangen. Ich hätte jetzt noch gern noch was, 2, 3 Tipps hinzugefügt, auch ein bisschen mit Sätze lernen. Da mache ich einfach ein zweites Video. Ja, ist ja schon mittlerweile meine Strategie. Ich merke, dass das Video zu lang dauert, dass ich zu viel laber, wie jetzt zum Beispiel. Ja, übrigens, ich habe jetzt auch sehr viel auf Deutsch geredet, weil hier geht es ja wirklich um eine Lernstrategie mal zu lernen. Ja, bringt ja nichts, wenn ich das auf Italienisch sage, du nichts verstehst und dann nach diesem Video weiterhin auswendig lernst. Allora, mi raccomando! Ja? Versuch einfach mal ein bisschen jetzt nicht sofort alles umzustellen. Ja, du kannst dich ja nicht von heute auf morgen komplett. Das ist schön. Das ist das Zeichen auf Italienisch für sich komplett ändern, um 180 Grad sich ändern. Aber so Schritt für Schritt. Ja, also vielleicht, dass du sagst, okay, laut lesen ist wichtig.
Qui c'è un po' di musica qua accanto, non lo so se si sente, vediamo, altrimenti c'è un po' di musica, non guasta, no? Quando si studia anche. Ein bisschen Musik höre ich hier im Hintergrund. Mal schauen, ob man die hier hört. Also vielleicht einfach, dass du sagst, okay, mal dieses laut lesen, das ist, dass du dir das zu Herzen nimmst. Vielleicht beim Übersetzen auch, würde ich sagen, dass du sagst, okay, jetzt hör einfach auf, eine halbe Minute zu überlegen, was bedeutet. 3, 4 Sekunden, schau dir die Lösung an. Okay, dann mache ich noch mal ein zweites Video. Ich hoffe wirklich, dass dir diese Tricks, auch wenn ich jetzt viel gelabert habe, dass du doch das ein oder andere jetzt rausziehen konntest, um dieses Problem des Vokabellernens etwas gelindert hast, vielleicht schon ein bisschen gelöst hast. Wenn nicht, wenn es nicht funktioniert, und das meine ich jetzt wirklich im Ernst, schreibt mir, dann lasse ich mir was anderes überlegen. Ich habe noch viele Ideen, aber das kann ich euch mal, da plaudere ich mal aus dem Nähkästchen. All die Schüler, die wirklich Probleme haben zum Lernen, sich Dinge zu merken, Grammatik zu verstehen, das sind meine Lieblingsschüler. Denn von euch, und an diesem Punkt, grazie di cuore, von euch bekomme ich meine ganzen Ideen. Questa è la verità. Das ist die Wahrheit. Okay, grazie a voi e buona giornata, buona Pasqua. Ich werde noch ein Video für diesen Tagesblock machen. Vielleicht schaffe ich das auch noch vor Ostern hochzuladen. Dann wünsche ich euch dann halt zweimal buona Pasqua. Allora, ciao, statemi bene. Ciao. Sich duschen? Dann das nächste. Ja, ich halte es jetzt einfach mal hier so hin. Ich hoffe, das sieht man auch alles gut. Und das hier. Und das nächste. Und das hier. Und das nächste. Das hier. Das nächste. Das hier. Das nächste. Michele, das sind aber keine 4 Sekunden, das sind 2,5. Ich habe es gestoppt. Naja, okay. Hier bei dem Video hast du noch eine Chance, du kannst auf Pause-Taste drücken. Jetzt sind aber 4 vorbei, oder? Mehr als 4, das waren jetzt schon fast 40. 40, 40, ja, das ist ja das Wort der heutigen Zeit. 40, Quarantäne. Das Quarantäne, daher kommt's. 40, ja? Das machen wir jetzt so, ich sagte den Anfangsbuchstaben Kap, 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 Kap. Pellone. Sap, 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 sap. Pone. Buff, 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 buff. Bufala, Mozzarella di Bufala. Ja, da passt das doch. Buffone, Kasperl, du Clown, hör auf. Ja. As, 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 assaggiare. Sche, 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 sche. Ja, hier fahren. Ich komm, gehen ein paar Leute vorbei, die denken sich, was macht der? Ma che cavolo sta combinando? Sto insegnando l'italiano. Okay, sche, 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 sche. Jetzt ist auch schon egal. Scettico. Mel, 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 ma, mel, mel, mela. Jetzt merke ich gerade, die Mela stand gar nicht auf dem Zettel. Melanzana stand da nur. Egal. Ah, das ist halt Italienisch lernen mit Michele, da gibt es immer ein paar Fallen und Hindernisse. Okay. Mel, 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 mela und mela, 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 melanzana und cil, 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 ciliegia. Salve, buongiorno, eccomi. Questo è un video. Per il mio Tagesblock Italienisch Anfänger ohne Vorkenntnisse. Deswegen wird das hier auch ein relativ, wie soll ich es jetzt sagen, Anfängervideo sein, ja, mit ganz, ach, scordatelo Michele, da capo. Fang nochmal an. Was war nochmal, was wollte ich jetzt abfragen?
Va bene, io direi. Okay, sagen wir mal so. Also, eins muss ich kurz sagen. Ich habe mir vorgenommen, dieses Thema Corona und so weiter und so fort auf meinem Kanal so wenig wie möglich zu erwähnen, weil dieser Kanal ist wirklich nur für Italienisch lernen gedacht. Alles andere, und wenn die Welt untergeht, hier wird weiterhin Italienisch gelernt und es wird auch nichts, weil über die anderen Sachen könnt ihr genug lesen. Ja, aber jetzt hat. Wie kam ich jetzt drauf? Okay, das war jetzt Vokabellernen. Ich glaube, das Video wird länger als geplant, aber ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema. So.